Ho, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Wild Guns. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne Quengelosaurus nennen. Und hier kommt der Titelscreen, damit ihr auch sehen könnt, dass ich wirklich genau dieses Spiel spiele, das ich gerade genannt habe. Wild Guns, ziemlich unbekanntes Spiel, denke ich, auf dem SNES von 1994, ist eigentlich gar nicht Teil meiner aktuellen Spielreihen. Also ich habe das gar nicht geplant als Let's Play, aber ich wurde herausgefordert. Und zwar vom gemeingefährlichen Tomatenmann. Der hat behauptet, ich würde es nicht schaffen, das Spiel durchzuspielen, ohne häufiger zu sterben als er. Andersrum gesagt, er hat behauptet, er würde seltener sterben und das ist doch eine Frechheit. Das ist natürlich eine Herausforderung, die ich mir nicht entgehen lassen kann. Tja, und ich bin nicht der Einzige, der herausgefordert wurde. Es sind, glaube ich, 5 oder 6 Leute in diesem Spiel dabei. Das heißt, die Chance, da wirklich zu den oberen 10.000 zu gehören, ist relativ groß, weil 10.000 viele sind und so viele Teilnehmer haben wir nicht. Aber unter den Top 5 zu sein, das wird für mich wahrscheinlich schon etwas schwieriger. Ich kenne dieses Spiel nur ansatzweise. Ich habe, nachdem ich erfahren habe, dass ich hier drin herausgefordert wurde, mal ganz kurz reingeschaut. Ich konnte allerdings aus Zeitgründen leider nicht üben. Das bedeutet, es ist ziemlich blind für mich. Ich kenne nur so die ganz groben Mechaniken, die hier wichtig sind. Und ein paar von den Gegnern habe ich schon gesehen. Durchgespielt habe ich es aber noch nicht. Zur Challenge gehört auch dazu, Moment, ich gehe mal rein, dass man es nicht auf normal, sondern auf easy spielt. Denn das Spiel ist ziemlich schwer. Man wird doch sehr schnell, sehr häufig abgeschossen. Und so hat man eine reelle Chance, dass man auch den Endscreen von dem Spiel sieht. Soweit habe ich das aber natürlich noch lange nicht ausprobiert. Jetzt probiere ich erstmal, wie weit ich überhaupt komme. Ich werde dazu wahrscheinlich mehrere Parts machen. Das Spiel ist eingeteilt in, ich glaube, so 4, 5 Kapitel. Ist eigentlich ein sehr kurzes Spiel, aber ich denke, es wäre ganz cool, wenn ich hier so 10 Minuten lange Parts oder so machen würde. Vielleicht auch 15. Mal gucken, wie lang es dazu dauert. Also erstmal losgelegt. Twink. Wir spielen natürlich alleine, geht aber auch zu zweit, was ich ziemlich cool finde. Ja, und wir können uns jetzt aussuchen, ob wir mit Clint oder Annie spielen wollen. Clint ist der coole Cowboy mit der längeren Knarre. Man kann auch seine Farbe ändern. Der rote Clint, der graue Clint. Ich glaube, das ist der normale. Nee, keine Ahnung, wer von denen der normale ist. Das ist der blaue Clint. Ich möchte gerne den roten spielen. Wenn man stirbt und Game Over geht, kann man das Spiel weiterspielen. Man muss, glaube ich, das Kapitel, das man verloren hat, wiederholen, muss aber nicht von ganz von vorne anfangen. Dann kann man auch nochmal zu der hübschen Annie wechseln. Die möchte ich jetzt gerade nicht nehmen. Ganz einfach, weil ich erstmal mit Clint beginnen möchte. Ich finde den eigentlich ganz cool. Die hat zwar eine kleinere Knarre, ist aber vom Spieltechnischen her, glaube ich, genauso ausgelegt wie Clint. Das heißt, man hat hier keine Nachteile. Ich glaube, so ein paar Effekte sehen etwas anders aus, aber ich glaube, es gibt keine echten Unterschiede. Auch hier kann man die Farben wechseln. Zwischen Rosa, Oliv, Weiß und Blau. Eine hübsche Frau hat man gerne blau. Habe ich jetzt nicht gesagt, aber kann man mal machen. Ich fange jetzt aber, wie gesagt, mit Clint an. Los geht's! So. Alles klar. Wo sind wir? Level 1. Carson City? Garson City? Carson City. Ich weiß es nicht ganz genau. Good luck! Okay, dankeschön. Gut, also, wir können uns jetzt erstmal hinbewegen. Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Wow. So. Also, ihr seht's. Es geht erstmal darum, zu ballern. Und sich möglichst nicht treffen zu lassen. Man hat keine Lebensenergie. Das heißt, sobald man getroffen wird, ist man tatsächlich am Usch. Yeah. Den wollen wir wegballern. Der ist nämlich, glaube ich, relativ stark, dieser komische Roboter. Und da oben haben wir schon den ersten Bonus. Man kann verschiedene Boni freischalten. Boah. Das hier ist eine Shotgun, nehme ich mal an. Ist aber eine super Cyber-Shotgun. Und man muss auch aufpassen, dass man im Nahkampf so ein bisschen vorsichtig ist. Denn diese Viecher, die da vorbeilaufen... Bist du schon tot? Ja, schön. Die erschlagen einen. Die kann man nicht erschießen, sondern kann man wirklich nur im Nahkampf besiegen. So. Das ist schon so ziemlich alles, was ich von dem Spiel bisher kenne. Man kann irgendwie noch ein Lasso werfen, glaube ich. Weiß aber nicht genau, wie es geht jetzt. Und ganz wichtig ist für mich zumindest dieser Doppelsprung. Boah, wie mache ich das denn? Lasso? Ah ja, so geht's. Ganz oft auf den Knopf drücken. Oh, das geht tatsächlich. Das scheint ja ein Boss zu sein. Geht tatsächlich bei denen auch. Boah. Nein. Das fängt ja gleich gefährlich an hier. Fängt ja gleich gefährlich an. Super brutal hier. Alles klar. Ich hoffe. Oh nein. Das wäre eigentlich ein Schuss, den ich ganz gerne hätte. Aber dazu hatte ich jetzt keine Zeit, das zu... Oh doch, ich habe ihn sogar bekommen. Was ist das denn? Uah. Nö. Tja. Komm, geh aus dem Weg. Tja. Was ist das denn für eine Waffe? Habe ich jetzt plötzlich keinen richtigen Schuss mehr oder was? Ich habe so ein Kreuzchen da. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt noch besiege. Nö.
Ja, ob ich ihn überhaupt noch verletze, meinte ich natürlich. Ich glaube, das war wirklich eher ein Nachteil. Aber wir haben den ersten Boss besiegt. Ihr seht, es sind wirklich Cyborg-Cowboys. Das heißt, es macht nichts aus, wenn man die erschießt. Da ist ethisch überhaupt kein Problem dabei. So, das ist Level 1, 2. Funktioniert erstmal genauso. Nur, dass man hinter diesen Tischen, glaube ich, niemanden verletzen kann. Oh, man kann die Tische kaputt machen. Das ist hilfreich. Schnell hier weg. Was ich da gerade aufgesammelt habe, ist so eine Art Bombe, glaube ich. Also ich glaube, ich kann hier Dynamit oder sowas legen. Oh, was machen die denn? Boah. Der nimmt die... Ich habe versehentlich gerade was hochgesprengt. Ich wollte eigentlich... Ich habe gesehen, dass man dieses Dynamit irgendwie aufheben kann, aber ich weiß leider nicht, wie. So, schade. So, wir wollen erstmal die hier wegfegen. Ich glaube, ich habe schon wieder irgendeinen Bonus dabei. Es klingt so, als hätte ich einen sehr schnellen Schuss. So. Und hier kenne ich auch noch den... Oh, das sind... Wie sind die alle gestorben? Ach, ich glaube, jetzt kommt der Boss. Genau. Und den, da habe ich schon gesehen, der macht eigentlich nicht mehr als das, aber muss ihn ständig beschießen. Denn wenn man das nicht tut, dann schießt er mit einem sehr schnellen Schuss auf mich. Und damit bin ich ziemlich sofort im Bursche. Das heißt, man muss eigentlich nur beballern, bis er sich auf den Boden kauert und dann irgendwann wieder aufsteht. Solange man das tut, kann einem nicht viel passieren. So. Puh. Was haben wir jetzt? Ich weiß groß, ich will sagen, kommt. Hallo. Na du, was machst du hier? Ich glaube, er ist nicht erfreut, mich zu sehen. Uah, du Sau. So, ich will das gerne haben. Oh, das geht schief, wenn ich das mache. Na, ich glaube, ich beschieße ihn lieber jetzt direkt. Oh, das sieht schlecht aus. Nein, es geht noch gut. Ich glaube, das kommt jetzt direkt dahin, wo ich stehe jeweils. Ah, ja, das ist eigentlich relativ leicht. Ich wollte gerade großkotzig sagen, relativ leicht da auszuweichen. Aber eigentlich ist es super schwer. Oh, ich glaube, ich sollte hier lieber aus dem Weg gehen. Ah, Mist. Oh, jetzt macht er wieder einen Schuss in meine Richtung. Aber ich glaube, das erreicht mich nicht. Komm her. Keine Ahnung, was er jetzt macht. Okay, er macht wieder diesen Schuss in meine Richtung. Ich glaube, diesmal muss ich echt springen. Ja, das sieht aber ganz gut aus gerade noch. Das war knapp. Ja, ich sollte, glaube ich, eigentlich mehr diese Superschüsse einsammeln, aber ich traue mich nicht so recht da dran. Oh, komm her. Ist er nicht bald mal tot, oder was? Na gut, so arg oft habe ich ihn auch noch nicht getroffen, das gebe ich auch zu. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen mehr draufhalten hier. Oh, Kopf ab! Kopf ab! Es tut mir leid, du dicker Kerl. Wir hätten Freunde werden können. Es tut mir so leid. Na gut, tut mir eigentlich nicht leid. Ich wollte dich abschießen. Bist du selbst schuld. So. Alles klar, wir haben das erste Level offenbar schon geschafft. Ging etwas schneller, als ich es erstmal angenommen hatte. Gut, und jetzt kommen wir aber erst in die eigentlichen Levels rein. Ich würde aber sagen, ich wollte ja so ganz kurze Parts machen. Als erste Challenge. Reicht das erstmal aus? Und ich nehme jetzt gleich noch den nächsten Part auf. Und ich hoffe, ihr seid gleich wieder dabei. Ist ziemlich actionreich. Denn mir macht es eine ganze Menge Spaß. Bis jetzt bin ich noch nicht gestorben. Ja, nimm das, Tomatenmann, du edler Schurke. Edler Schurke? Du übler Schurke, wollte ich eigentlich sagen, aber edel bist du auch. Also, schaut das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Let's Play Wild Guns. Oh yeah.